Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, das Jahr 2021 war ein ereignisreiches für Sie bestimmt, aber auch besonders für uns, für die Stadt Olsberg. Vieles ist in diesem Jahr abgewickelt worden. Wir haben einige Baustellen im wahrsten Sinne des Wortes abschließen können. Es wurde viel gebaut, es wurde viel gebuddelt für die Infrastruktur in unserer Stadt. Wir haben das Thema der Digitalisierung vorangetragen. Viele Verwaltungsdienstleistungen können mittlerweile digital bei uns über das Medium des Internets abgerufen werden. Und so können viele Dienstleistungen auch beantragt werden. Aber es war auch ereignisreich für die Feuerwehr in diesem Jahr. Am 13. September in diesem Jahr brannte unser Feuerwehrgerätehaus des Löschzuges Bigge Olsberg. Am 13. Oktober dann das Aqua Olsberg. Wir stehen jetzt gerade mitten vor der Sanierungsstelle dieser Brandstelle hier im Aqua Olsberg. Eine Maßnahme, die uns noch in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen wird. Eine genaue Zeit, wenn das Aqua wieder aufgehen kann, zunächst mit dem Freizeitbecken, kann ich Ihnen heute leider noch nicht genau vorhersagen. Unser Löschzug war nach dem Brand am 13. September schnell wieder abends einsatzfähig. In der Zwischenzeit wurden alle Fahrzeuge aufbereitet bzw. befinden sich in der Aufbereitung und Sie konnten mitbekommen, dass die Stadt Olsberg durch eine Entscheidung, Vergabe des Rates, eine neue Drehleiter beschafft hat, die uns auch bei den Ereignissen, so ganz aktuell gestern Abend, einen Hausbrand in Elpe, geholfen haben. Ich danke daher an dieser Stelle allen, die im Bereich des Rettungsdienstes, der Feuerwehren, aber auch der Polizei und der sonstigen Behörden in diesem Jahr für Sie, für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Olsberg aktiv und im Einsatz waren. Ja, viele Baustellen werden uns auch im nächsten Jahr auf Trab halten und beschäftigen. Wir konnten die Bruchstraße im ersten Teilabschnitt, die Ausbaumaßnahme, zeitgerecht abschließen. Nach dem Winter geht es im nächsten Jahr weiter und dann ist die Bruchstraße komplett wieder saniert und fertig. Hier an dieser Stelle befinden wir uns vor einem weiteren großen Projekt für die Stadt Olsberg in den nächsten Jahren. Die Convivo-Gruppe investiert an dieser Stelle über 20 Millionen Euro für eine neue Mitte im Quartier. Das Grundstück konnten wir vor wenigen Wochen übergeben. In der letzten Woche habe ich den Haushalt für das Jahr 2022 eingebracht. Der Haushalt liegt nun zur Entscheidung bei den Fraktionen. Für Sie die erfreuliche Nachricht, der Haushalt sieht keine Steuererhöhung vor und im Bereich der gebührenrechnenden Einrichtung, hier Müllabfuhr, gibt es nur eine sehr geringe Erhöhung von 3 Euro bei der 120-Liter-Tonne. Auch eine wichtige Nachricht noch für die Jugendlichen unserer Stadt. Der Haushalt sieht einen Bikepark und deren Errichtung im Bereich der Talstraße in Bigge vor. Das sind nur ganz wenige Projekte gewesen, meine Damen und Herren, die uns in den letzten Jahren beschäftigt haben und uns im nächsten Jahr weiter beschäftigt werden. Die Corona-Pandemie hat uns nach wie vor im Griff. Ich bitte Sie, nutzen Sie diese Weihnachtsfeiertage in den Familien, aber nicht bitte für große Zusammenkünfte. Gemeinsam werden wir die Herausforderung in den nächsten Jahren meistern. Ich wünsche Ihnen und Ihre Familie ruhige und gesegnete Weihnachtsfeiertage. Kommen Sie alle, es ist mein größter Wunsch, gesund in das neue Jahr. Herzlichen Dank.